Hallo Leute, hallo von André Unger. Warum verlieren meiste Traders? Na gut, die Antwort hier ist eigentlich ziemlich einfach. Die Leute verlieren im Trading, weil Trading gar nicht einfach ist. Das ist eine Antwort, die ich oft gegeben habe. Ich habe immer gesagt, dass Trading nicht so einfach ist, wie meiste Gurus erzählen. Die erzählen das, weil sie natürlich seine Services, seine Seminare oder so verkaufen wollen, das kann auch in Ordnung sein. Aber, obwohl die Inhalte von jenen Seminare gut sein kann, die Nachricht, dass es einfach ist, dass diese ist falsch. Trading ist nicht einfach. Und es ist nicht einfach, weil die Leute gierig sind. Die wollen sofort das Geld. Wir handeln für Geld, das ist okay. Aber wenn wir nur für Geld handeln, dann denken wir nur an die Ergebnisse. Geld. Und das bedeutet, dass wir wahrscheinlich sofort in den Markt springen. Und wir vergessen die ganze Ausbildung, die notwendig ist, bis man letztendlich handelt. Und wenn man sowas vergisst, dann hat man sicher Pech. Und noch mehr, wenn man Geld in den Markt hat, wenn man offene Positionen hat, die vielleicht in Verlust stehen, dann ist es wirklich schwierig, eine gute Entscheidung zu treffen, weil wir unter Stress sind. Und wir vergessen das. Es ist wie wenn wir jetzt 50-Jähriger sind und wir wollen 100 Meter rennen. Wir laufen 100 Meter, wir wollen so schnell wie möglich laufen und wir machen kein Stretching, kein Gym, nichts. Wir starten und ich glaube, dass nach 30 Metern sind wir verletzt. Ich glaube wohl, dass wir echte Probleme haben würden. Und das ist dasselbe in Trading. Oder Michael Cook, ein Händler, der die Weltmeisterschaft auch zweimal gewonnen hatte, der sagte, das ist wie bei einer Diät. Wir wissen, was man machen soll, damit man Gewicht abnehmen kann, aber das machen wir in der Tat nicht. Das passiert leider auch bei mir. Glücklicherweise bin ich mehr erfolgreich im Trading. Aber das ist ähnlich. Man kennt die Regeln, aber die Regeln nutzt man nicht. Man denkt nur an die Ergebnisse und man vergisst alle Kleinigkeiten, die so wichtig sind. Die Kleinigkeiten sind sehr wichtig. Trading ist nicht einfach. Man muss studieren. Ich will aber nicht sagen, dass wenn Sie studieren, und vielleicht sogar von mir etwas lernen wollen, dann werden Sie nicht mehr in den 95% von den Verlierern sein. Und auch diese 95%, das ist nicht so kritisch. Wenn man die Broker-Statements kontrolliert, das sind kleinere Prozentsätze. Aber immer noch wesentlich größer als die Leute, die im Profit sind. Also, aber wenn Sie studieren, werden Sie nicht unbedingt in der Gruppe sein von den Gewinnern. Nein, Sie müssen auch geeignet sein für Trading. Sie müssen erkennen, ob Sie wirklich handeln können. Nicht alle können. Und wenn Sie entdecken, dass Sie nicht gut sind im Trading, dass es nicht etwas für Ihr Mindset ist, das lassen Sie einfach weg. Sie müssen nicht traden. Der Arzt hat das nicht gesagt, dass Sie traden müssen. Also, Sie werden mehr profitabel sein bei Nichthandeln als bei der Suche einer Korrektur von Ihrer Psychologie. Es kann sein, dass Sie nicht gut sein können im Trading und wenn man sie sowas erkennt, dann sind sie schon der größte Gewinner. Trading ist nicht ein Must. Trading kann ein Hobby sein, kann ein Beruf sein, aber man muss auch die richtige Psychologie haben. Und diese lernt man nicht so einfach. Es wäre also besser, gar nicht handeln in dem Fall. Und bei Studium also können Sie vermutlich nicht aus der Gruppe springen. Von den Verlierern. Sicher, wenn Sie nicht studieren, wenn Sie nicht lernen wollen, dann sicher werden Sie in der Gruppe von den Verlierern sein. Ich will jetzt nicht schlechte Sachen sagen, ich meine, aber leider, das ist die Wahrheit. Und ich bin hier und ich trage das zu erklären, damit Sie größere Verluste vermeiden können. Eine andere Sache, wo wir immer ein bisschen kritisch sind, ist bei unserem Track Record. Manchmal sehen wir ein kurzes Track Record, eine kurze Periode, ein paar Monate vielleicht, wo wir profitabel sind und dann
Denken wir schon, ich bin der neue Wolf von Wall Street. Nein, das stimmt nicht. Es ist eine Periode, wo beim Trading wir Geld verdient haben. Aber das ist alles. In dieser kurzen Periode steht sicher nicht das Geheimnis vom Trading drin. Wir müssen also ehrlich sein und sagen, okay, das war eine gute Periode, aber das bedeutet nicht, dass ich jetzt der nächste Warren Buffett sein werde. Man muss immer, immer aufpassen und vorsichtig sein, weil es niemals so einfach ist, wie es erzählt wurde. Trading muss man seriös studieren und seriös lernen. Das ist es eigentlich. Es tut mir leid, wenn jemand enttäuscht ist, aber es ist besser, die Wahrheit zu erzählen, als hier sitzen und kommt Leute, morgen werden Sie reich. Das klappt nicht so einfach. Das ist nicht gar nicht so einfach. Das war's, Leute. Ich hoffe, es hat Ihnen trotzdem gefallen, auch wenn die Nachrichten nicht so positiv vielleicht waren. Abonnieren Sie meinen Kanal. Sie werden neue Nachrichten haben, wenn es in jedem Fall Ihnen interessiert hat. Und wenn Sie spezifische Erfahrungen haben, bei was ich hier erzählt habe, bitte kommentieren Sie unten und ich werde das sehr gerne dann auch beantworten. Das war's. Ciao von Andrea Unger. Ciao aus Italien.